Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Erhard Mott. Sie haben bei uns einen Termin ausgemacht für eine Probefahrt mit einem Tandem, nehme ich jetzt mal an. Und damit Sie schon zu Hause sich ein bisschen darauf vorbereiten können, was da so auf Sie zukommt, ne? Also mit dem Tandem, wie es funktioniert und überhaupt, erkläre ich das jetzt hier bei Ihnen im Film. Und dazu habe ich auch noch die Nadi engagiert. Nadi, kommst du mal her? Also damit Sie das gleich wissen, die Nadi ist die Freundin von Markus, gell? So, also, ne? Aber sie stellt im Grunde genommen jeden dar, der eigentlich keine Ahnung hat und zum ersten Mal eventuell Tandem fahren darf. Gell? So ist es. Bist du noch nie gefahren? Nee. Also das ist echt, was ich da sage. Ne? Ja. Nadi, pass mal auf. Der Tandem, das sind im Grunde genommen ein Fahrrad, wo zwei Leute aufpassen. Ne? Einer vorne drauf, der fährt, das ist der Steuermann. Und hinten drauf ist der, der nichts zu tun hat. Aber nichts tun ist gar nicht so einfach, weil meistens will man ja was tun, lenken oder so, oder drehen und nicht drehen. Das werde ich dir aber noch erklären. Und ja, dann sage ich dir jetzt mal, wie du dich nachher verhalten tust, wenn wir dann vorn als hinten drauf Sitzende, also ich sage jetzt mal Sozius-Fahrerin. Ja. Neu für dich wird es sein, langsam mal da hier an die Lenkstange. Neu wird sein, probier mal zu lenken, da geht nichts, gell? Komisch, ja. Das heißt, bist du schon mal Motorrad gefahren, hinten drauf oder so? Hinten, ja. Und wie war denn das? Aha, also gut, da hat man natürlich einen engeren Körperkontakt zu dem Fahrer vorne. Ne? An Tandem geht es nicht, ne, das geht nicht. Aber mit dem Lenker ist es genauso, wie wenn du jetzt daneben mich haltest nachher. Das ist ein Haltegriff und kein Lenker, also einfach mit. Wann hast du letztes Mal getanzt? Oh, das ist vielleicht sehr lang her. Tanzst du nicht gern? Nee. Es gibt selten Leute, dass Frauen nicht gern tanzen. Stell dir mal vor, du tätest das Tanzen. Ne? Dann, und eventuell der Mann führt. Dann achtest du doch darauf, wohin der dich führt. Ne? Also komm, das machen wir jetzt mal gerade. Also, da nehmen wir mal da rum. Okay. So. Also wir machen jetzt mal mit links so. Dum, dum. Na, du achtest jetzt da auf mich, was ich da jetzt mache, wohin ich dich führe. Haben Sie das gesehen? Also ich konnte auch nicht gescheit tanzen. Aber gescheit E-Bike fahren und Tandem. Die Nadi hat sich jetzt auf mich eingelassen und ist genau, hat sie sich da hinführen lassen und ist mitgegangen im gleichen Schritt wie ich. So schnell gehabt. Okay. Sie greift daneben, hat nichts zu tun und achtet darauf, was ich daneben vorne machen, wo ich hin will. Wenn ich mich nach rechts lege, dann lädt sich die Nadi nach rechts und bei links nach links. Beim Drehen ist es das Allergleiche. Das ist wieder ein Schritt beim Tanzen. Ne? Also wenn ich drehe, dann drehst du. Wenn ich aufhört, hörst du auf. Mhm. Es könnte natürlich sein, und das werden Sie merken, dass wenn Sie das nicht gewohnt sind, einfach weiter drehen wollen. Aber die Aufmerksamkeit geht zu dem, der vorne fährt. Das ist eine schöne Partnerübung. Es gibt einen Pfarrer, oder gab er mal einen, der hat Eheseminare gemacht. Also da vorher und nachher, also die vorher, die sind dann wahrscheinlich besser gelaufen. Und die nachher waren die, wo dann die Eheperle dann Krisen gehabt haben und so. Da hat er gesagt, so, jetzt fahren wir mal Tandem, ihr fahrt jetzt mal und dann wechselt er mal. Und dann habe ich die gemerkt, aha, einer übernimmt die Führung, der andere muss sich führen lassen und das im Wechselspiel. Und das haben die dann gelernt für ihre Partnerschaft. Also schade tut es nichts, Tandem fahren, sage ich Ihnen gleich, auch für ihre Partnerschaft, gell? So, also du sitzt dann da drauf und dann hältst du dich fest, ich stelle das jetzt noch ein. Und dann kommt noch was, du musst mir, darfst mir vertrauen. Und jetzt, liebe Frau, wenn Sie hinten drauf sitzen sollen, also Ihr Mann hat da an Sie hingeredet und hat gesagt, wir probieren Tandem, Sie wollen nicht so richtig. Ich weiß, wie schwierig es ist, seinem Mann zu vertrauen. Aus meiner eigenen Ehe. Also aus dem Grund, wenn Sie da ein bisschen unsicher sind, dann fahre ich mit Ihnen oder ein Mitarbeiter. Also fremde Männer vertrauen oft die eigene Frau mehr. Ist erstaunlich. Weil sie nämlich im Laufe der Ehe Vorurteile gekriegt haben gegen ihre Männer. Also nichtsdestotrotz, das lösen wir auch. Du darfst dich jetzt dann dort draufsetzen, du kannst mir vollkommen vertrauen. Ich werde dann, obwohl ich habe meine Lesebrille auf, da kann ich nicht so weit gucken. Das ist ein bisschen vorsichtig von. Ja, gut, dann machen wir das. Aber es könnte auch Folgendes sein. Du kommst mit mir daher und sagst, hör mal,
Du siehst nicht mehr viel, ich will aber trotzdem mit dir unterwegs sein. Ich vor und du setzt dich, also ich muss mich hinten drauf setzen. Könnte ja auch möglich sein, ne? Manchmal sind Männer blind geworden oder was weiß ich, habe einen Schwindel, Schlaganfall, irgend sowas gekriegt. Und dann müssen die Männer hinten drauf sitzen und müssen sich auf ihre Frau verlassen. Soll auch funktionieren. Kennst du dich schon mit dem Tandem da aus? Nein. So, dann erkläre ich das jetzt einmal. Markus, du kommst mal mit der Kamera her, dass du mal siehst, genau wie ich das da an die Zeichen tue. Ne?